Willkommen zurück, Reisende. Nach einer zweiwöchigen Zwangspause, für die ich mich entschuldigen möchte, sind wir nun wieder da. Wir befinden uns in Kosmotier. Ich hatte mehrfach probiert, den Gegner hier unten zu zerstören. Das hat aber leider nicht geklappt. Also habe ich uns ein Transportschiff gebaut zum Ressourcensammeln. Und habe unser aktuelles Schiff, das wir hier haben, mit dem wir ja die ganze Zeit schon kämpfen, bearbeitet, umgebaut. Und wir haben dann vier Railguns mit 352%igen Schadenszuwachs. Uns fehlen aber jede Menge Leute. Genug Schub für vorwärts sollten wir haben. Ohne Punktabwehr gegen feindliche Railguns, als wir rückwärts so langsam sind. Und dann die Seiten habe ich einfach nur Raketenwerfer auf beiden Seiten komplett gebaut. Unten hin auch noch Schilde. Eine Munitionsfabrik jeweils für die Railguns. Die Lager, gut, die sind ein bisschen weit weg für die Munition. Aber da wir unfassbar viel Energie brauchen und die Wege für die Crew kurz sein müssen, ging das leider nicht anders. Werden wir jetzt erstmal bauen, können uns schon leisten. Ein bisschen Teile müssen wir noch kaufen. Hier an der Station sind die aber verfügbar. Werden wir erstmal machen. So. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie das mit der Kuh ist. Weil er macht automatisch alle Betten rot. Und das muss ja nun gar nicht sein. Wir werden hier unten rot benötigen. Zwei, also die beiden hier. Echt vollkommen. Das heißt, alle anderen. Gut, er spiegelt. Können wir grün machen. Hier brauchen wir für die Reaktoren hier brauchen wir ein bisschen rotes Personal. Dann müssen wir mal schauen. Wir machen erstmal jetzt hier in der Mitte alles auf grün für die Energieversorgung der Railguns. So. Dann können die sich um die Schilde kümmern und alles. Hier oben haben wir nur Schilde, Reaktoren. So. Hier müssen wir jetzt, dürfen wir nur die auf der Seite, damit wir genug Leute erstmal haben für die Raketenabwehr, also für die Raketen an für sich. So, hier unten, das kann alles grün. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir können den machen wir grün. Die unteren auch, die oberen bleiben rot. Den am besten auch. Und hier machen wir das genauso. Und da haben wir einen rot gelassen. So, hier müssen 3, 6, 7 Leute rein. Das heißt, die beiden lassen wir rot machen. Den und den lassen wir vorsichtshalber mal rot. Den auch. Können es ja dann noch umstellen.
Hier wieder grün. So, jetzt haben wir alle umgestellt. Jetzt sehen wir auch gleich, dass wir zu wenig Personal haben. Und Munition haben wir jetzt scheinbar gar nicht. Ja, sehr wenig Munition. Hier haben wir Haufen Spulen. Also wir benötigen Schwefel ohne Ende. Und wir müssen mal überlegen, ob wir nicht vielleicht die hier, die ersten 3 oder 6 Atomraketen bestücken. So. Die anderen können einfach Raketen nehmen. Ja, die lassen wir so eingestellt. Jetzt müssen wir einmal Punktabwehr auswählen. Dass die nur verteidigen soll. 108 Stück haben wir. Das sollte theoretisch reichen für Sachen, die von vorne kommen. So. Jetzt werden wir die Ressourcen, die wir nicht benötigen, den Stahl, die Spulen, das alles, das kommt drüber. Nein. So rum. Kommt alles auf das Lagerschiff. Hier haben wir auch noch Spulen, Stahl. Wir brauchen nur Munition und Raketen. So. Wie viel Besatzung haben wir hier? 178. Wir müssen mal gucken, ob wir mit der Besatzung auf unserem Hauptschiff. Warum hat er die Farbe nicht geändert? Mal gar nicht. Oh, so geht. Gucken, ob die Besatzung ausreicht. Und erstmal anweisen, dass hier unten Munition hinkommt und hier überall kommt erstmal Schwefel hin. Dann können wir hier noch Munition lagern. Und der Rest ist eigentlich egal. Wir können mal hier die Atomraketen machen. Und Raketen haben wir gar nicht. Dann werden wir auf das Schiff wechseln. Mal die Station rufen. So. Teile für H. Ah, super. Echt. Ein Raketenteil haben die. Das ist jetzt schlecht. Wie werden denn HE-Raketen gebaut? Ah, super. Steht nicht dran, wa?
Ja, wir müssen einfach mal zwei hier hinbauen. Ah, Schwefel und Eisen. Dann kann hier noch Schwefel gelagert werden. Und da machen wir halb und halb. Hier kommt Eisen hin. Dann können wir Raketen produzieren, also Schwefel und Eisen. Ja, Eisen ist super. Ist ja jetzt ein bisschen ärgerlich. Na gut, die Railguns sollten es auch machen. Werden wir einen Teil verkaufen. So. Ja, den Stahl brauchen wir nicht, die Spulen auch nicht. Hyperspulen nehmen wir mal lieber auf. Machen wir mal so. Also Munition haben wir ohne Ende. Die produzieren auch ständig nach. Kann man nicht irgendwie... Gut. Also die können wir ausstellen. Auch schon mal gut. Also die Raketen können scheinbar alle einmal schießen. Immerhin. So, dann werden wir jetzt mal gucken. Wenn hier alles... Ah, es ist nur das andere Schiff, okay. Mal schauen, ob wir die Mission jetzt schaffen. Und wie schnell wir sind. 79, na immerhin. Mehr Triebwerke gegen irgendwie nicht einzubauen. Das Personal ja auch irgendwo hin muss. Dann werden wir mal schauen, ob die Railgun was... Oh, die sollten wir erstmal... Oh Gott, wir haben jetzt schon nämlich Meteoriten vor uns. Oder Asteroiden. Super, nicht das, was ich wollte. So. Aufs Ziel feuern. Sonst machen die ja, was sie wollen. Oben ein bisschen gucken, nicht, dass wir wieder Meteoriten vor uns erschieben. Oder Asteroiden, egal. Jetzt nochmal speichern. Gucken, ob das mit dem Schiff was wird. Da ist er. So.
Naja, wir schießen mal. Stehen wir denn? Ja. Echt nah dran. Mal sehen. Das sieht ja eher nicht so gut aus. Ja, wir schaffen es nicht, uns rechtzeitig zu drehen. Und da wir hier überall Reaktoren haben. Gut, das hat nicht geklappt. Dann müssen wir das mal langsamer angehen. Ist aber auch ziemlich schnell durch unsere Schilde gekommen. Ich weiß auch nicht, warum unser Schiff so nah ranfliegt. Mal gucken, ob wir das gleich umstellen können. Wenn das Spiel sich hier mal eingeschissen hat. So. Ist doch viel zu nah dran. Echt, findet er auch witzig. Ja, die Drecksraketen schießen natürlich schon. Die sind viel zu nah dran. Habe ich vergessen, Sensoren einzubauen. Ein ganz so. Ja, deswegen sehen wir ihn nicht. Ach, ist doch nicht wahr.
Gut, der ist besiegt, immerhin. Naja, gut. Ich habe vergessen, Sensoren einzubauen. Nein, warte mal. Stahl brauchen wir nun echt nicht mehr. So, wir brauchen Eisen und Schwefel. Nein. So. Dann müssen wir mal schauen. Ja, ein bisschen kaputt gegangen. Ich habe scheinbar irgendwie... Oh Gott, wo sind die denn jetzt schon wieder? Da. Da müssen wir... Zum Glück habe ich die Diamanten nicht verkauft. Ich dachte eigentlich, ich habe welche eingebaut. Nehmen wir einfach ein Lager hier weg. Oder? Ja, müssen wir dann gleich mal schauen. Oh, wir sind fertig. Gut. Dann werden wir jetzt mal zurückspringen. Die habe ich wenigstens eingebaut. Die Hyperraumrelle, also Kerne zum Springen. Ah, scheinbar zu wenige. Ah, oder der Treibstoff dafür ist zu weit weg. Das war das Lager direkt daneben nutzen müssen. Das habe ich eben nicht eingestellt. Werden wir das mal machen. So. Zwar. Da ist einer. Jo, hier ist gar kein Lager. Also ein kleines reicht ja. So. Hier kommen auch vier hin. Hier vier. Und da. Ist ein bisschen sparsam mit unseren Lagern umgehen. Sonst werden wir nur wieder zu langsam, wenn wir noch mehr einbauen. So, und hier kann das ganze Lager voll. Okay. Hier habe ich vier Stück. Und hier oben ist kein Lager. Super. Passt genau so eins sein. Dann werden wir hier in das Lager für die drei. So. Gut, machen wir vielleicht die auch noch. Sollte reichen. So, und jetzt müssen wir... einen Sensor einbauen. Ich echt einfach vergessen habe. Aber wir können ihn ja hier einbauen. Hier sind viel zu viele rote Betten, sehe ich auch gerade. Warum sind hier so viele rote Betten? Also.
Ja, zwei müssen hier sein wegen der. Aber das dritte ist so. Warte mal. Also das kann weg. Hier brauchen wir zwei dafür und dann die drei. Dann kann es auf der Seite so bleiben. So. Ah, jetzt haben wir eine große Reichweite. Das ist doch schön. So, dann speichern wir. Wir geben uns zu dem Fragezeichen. Machen diese beiden hier noch. Ah, nein, okay. Wir können bei der Station die... Ah, scheiße. Welche gerufen? Nein. Oh, da. Kommen wir wenigstens ein bisschen Geld. So, jetzt dahin. Gucken, ob hier noch irgendwas ist. Sonst haben wir hier im Gebiet alles fertig und können ab in das nächsthöhere. Das wäre entweder dieses 15-17 oder das 14-16. Ich würde sagen, da wir jetzt bis 14 hatten, machen wir 14, 16. Dann haben wir noch hier 16, 18 dann. Wenn wir jetzt 15, 17, dann ist ja schon zur Hälfte in dem und zur Hälfte in dem. Also müsste man, hat man fast alles gesehen und müsste nochmal extra bringen. Oh Gott, jetzt haben wir wegen dem ein Bett hier Ausfälle oder was? Ja, oder es liegt daran, dass wir so wenig Crew haben. Das ist natürlich eher das, woran es liegt. Was zum. So, hier gibt es ein paar Gratis-Ressourcen. Da haben wir direkt wieder zwei Diamanten bekommen. Drei, vier. Drei sogar. Hier. Hm. So. Dann ab nach hier. Schieben wir das schon wieder vor uns her. Oh, ist nicht wahr. Irgendwie sieht der Schild nicht so besonders aus. Ah, jetzt. Warum sind wir schon wieder so nah? Ah, das Schiff ist einfach zu schnell, okay. Ist aber vollkommen egal. Unsere schönen neuen Waffen schießen direkt durchs Schiff. Ja, das können die Raketen machen. Die wir gar nicht mehr haben. Oh. Unser Schiff sich mal drehen. Ist ja nicht wahr. Aber diese kleinen Minischiffe, die gehen einmal auf die Nerven.
Ja, fliegt direkt davor. Super Idee. So. Gott, da kommt gleich das nächste kleine Minischiff. Gehen einem aber auch auf die Nerven. Brauchen unbedingt mehr Ressourcen für Raketen. Wo ist das denn jetzt hin? Ah, unser Schild hatte mal keine Energie. Also Personal und Raketen benötigen wir. Das wird aber erst im nächsten Gebiet gehen. So. Ab zum nächsten Fragezeichen. Oh Gott. Wieder so viele kleine. Gott, was soll denn das sein? Könnte unser Schiff mal schießen. Boah, wir sind so weit weg. Okay. Das schießt unser Schiff nicht. Geht doch. Das ist so ein quergebautes Schiff. Schießen halt durchs ganze Schiff. Blöde Kontrollräume hat er eigentlich. Ist ja nur nervig. Also wenn unser Sensor ausfällt, ist schon eher schlecht. Wo war man da? Der Reaktor ist direkt hier. Warum geht... Oh Gott, kein Stahl. Super. Hier ist doch ein blödes Schiff. Das kann ich immer noch nicht bauen. Mein Gott, Schiff, nerv nicht. Also das Schiff ist ja mal super nervig. Nein. Oha, zum Glück habe ich überall Schilder eingebaut. Uiuiui. Wir sind in die Sonne geflogen. Ja, nicht so die Idee. Am besten hier gleich zwei Betten hin. Oder warte, wir machen, tauschen das einfach durch so eins. So. Grün, nur Energie. Nur dafür die Energie. Wird ja wohl nicht so schwer sein. Uiuiui. Das war aber
Ab zu dem Fragezeichen. Also gut, dass ich es mit den Schilden immer übertreibe. Weil da wir in die Sonne geflogen sind, sind die hinten alle beansprucht worden. Zum Glück sind wir nicht zu weit reingeflogen. Weil mit zu wenig Crew. Wenn die Schilde ausgefallen, dann wären wir einfach zerstört worden. So. Oh, da ist ein Fragezeichen aufgetaucht, okay. Aber wir bekommen hier leider keinen Ruhm mehr. Müssen wir mal gucken. Wir brauchen unbedingt bei der Station dann da Raketen. So. Mal im Ernst, das schieße ich jetzt einfach in die Mitte. Boah, wir haben nicht durchgeschossen. Oh, unser Schiff dreht sich nicht. Was ist denn nun schon wieder? Ja, super. Ach, unser Schiff will mich doch verarschen. Oh Gott, ey. Unser scheiß Schiff in einer Tour viel zu nah ranfliegt. Ob den Angriffsvektor einstellt oder bang. Mach hier ein scheiß Spiel. Wenn wir uns jetzt erst blöde Raketen, ey. Null Raketen haben wir. Super. Oh, als geht mir das Schiff auch noch auf den Sack, oder was? Los, blödes Schiff, dreh dich. Wir haben so viele Railguns und so hohe Prozente, wir müssten direkt durchschießen können. Oh nein. Oh Gott. Ja, unser Schiff hat gar keine Lust, sich zu drehen. Er ist zerstört. Was ist denn jetzt hier? Ach, auf einmal. Oh, ey. Weil wir halt Stahl mit ein. Ja, auch egal. Wenigstens, dass wir ein bisschen haben zum Reparieren. Pausier doch nicht immer das Spiel, ey. Und jetzt holen wir uns dann erstmal Raketen. Dann können wir direkt ins nächste System. Na. Hier fehlt uns ein Pirat, warum auch immer, aber okay. Dafür, dass wir hier überall durchgeflogen sind und hier nicht einer mehr ist, ist bestimmt der hier. Kann ich mit einsammeln? Ja, wir holen uns jetzt trotzdem erst Raketen. Hoffentlich haben die welche. Haben wir davon vielleicht irgendeine getötet?
Den da. So. 30 Raketenteile ist ja ein Witz. Aber ein bisschen Eisen und ein bisschen Schwefel. Also, ist nicht wahr, ey. Gut, die da sind aus. Hier oben sind noch an. Warum tragen die in Rot eigentlich die Munition? Die tragen ihre Munition selber, oder was? Oh. Seriös. So. Vielleicht ist das auch eine Hyperraumbarke. Dann können wir auf jeden Fall dann ins nächste System springen. Weiß gar nicht, lassen wir das Lager hier. Damit können wir eh nicht springen, also. Was? Oh nee. Das Schiff will mich doch verarschen. So. Schieß direkt auf die Brücke, wenn es geht. Warum auch? Alter, warum? Ist ein kleines Stück näher ran. Nein. Die Raketen bringst. So. Hier müssen wir erstmal Stahl wieder ausstellen. Damit haben wir immerhin die Mission endlich fertig. Aber es war nicht das Fragezeichen. Gut, dann hier das Fragezeichen abholen. Gucken, was es ist. Dann machen wir einen Hyperraumsprung hier hoch. Und dann können wir auch schon ins... Oh, ist nicht wahr jetzt. Jetzt tauchen hier in einer Tour neu auf. Ja, einfach mitten reinschießen hier. Oh, unser Schiff hat gar keine Lust zu schießen. Geht doch so, muss ein Schiff schießen. Was ist denn das? Sieht aus wie Uran. Das können wir ja gleich mal mit abbauen. Eisen hat der. Immerhin. So, hier ist das andere. Echt jetzt. Wie die mir alle auf Keks gehen. Oh, die bekriegen sich selber. Nicht mein Problem.
So, was ist es? Uran. Wenn ich. Hier liegt doch aber auch noch ein Diamant rum. Ernsthaft. Ist nicht wahr. Ist ja wohl ganz witzig, oder was? Dass ich wegen dem das Schiff reparieren. Ist ja wohl nicht sein Ernst. Gut, nur der hat was. Oh ja, einsammeln. Zack, zack. Dann müsste eigentlich noch einen Bergbaulaser irgendwo einbauen. Aber dafür ist leider kein Platz. So. Das war nicht mal der hier aus dem Zielgebiet. Müssen wir da gleich mal hin. Immerhin haben wir jetzt auch Hyperraumkerne wieder bekommen. Was gibt's hier denn noch? Sehr interessant. Angereichertes Uran. Soll er nicht? Ne, doch, soll er doch einsammeln. 30 Stück liegen hier rum. Ah gut, wir haben nämlich nicht auf den Energiekern geschossen, sondern direkt auf die Brücke. Das ist am sinnvollsten, dann das gut Ressourcen. Die er nicht einsammeln will. Angereichertes Uran ist doch an. Zum Henker. Kann er erstmal einsammeln? Ich bin ja wohl. Riechstall sammelt er auch nicht ein. Kein Platz. Ja, das kann man jetzt auch nicht ändern. Aber wir müssen mal Munition ausstellen. So, wo ist denn der hier? Piept gar nichts. Ah, da ist das Piepen. So. Na, der hat zwei Brücken. So ein Dreck. Warum schießen wir jetzt schon wieder nicht? Sag mal. Ja, unsere Hauptwaffe schießt nur, wenn sie Lust hat. Was zum Henker? Mich ja verarschen. Ich habe uns leider versehentlich ein Stück gedreht. So. Überraumsprung dahin. Da müssen wir dann auch nochmal gucken. Es liegt bestimmt am Personal. Ich meine, jetzt geht es schon schneller als vorhin, da wir die Lage angepasst haben. Ja, mit mehr Personal läuft das dann auch besser. Krass, unser Schiff ist weg. Ah, da ist es. So, gib nicht mal Ruhm. Warum auch?
Ja, wir haben ja zerstöre Piraten, war es ja kein Ruhm. Warum sollte ich? Wir haben ein paar Leute verloren. Keine Raketenteile. Ah, hier ist 1000. Nee, warte mal. Behalten wir lieber, sonst müssen wir das wieder bei jedem Kampf einsammeln, falls wir beschädigt werden. Der hat ja echt viel im Angebot hier. So. Wo müssen wir hin, zu welcher Barke, wenn wir nach da wollen? Ah, die ist es. Gut. Werden wir einmal darüber springen. Bisschen schade, dass wir jetzt keine Raketenteile mehr in dem Gebiet bekommen haben. Aber naja. So. Dann werden wir in der nächsten Folge ins neue Gebiet springen. Und direkt erstmal gucken, ob wir da ein paar Raketenteile bekommen. Und wie es mit ein bisschen mehr Personal aussieht dann. Bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.